Inter Mailand will Toni Kroos, schreibt die Zeitung Corriere dello Sport. Dem Bericht zufolge hat sich Sportdirektor Beppe Marotta bei den Königlichen bereits nach dem deutschen Nationalspieler erkundigt. Das mögliche Transfergeld würden die Italiener angeblich aus einem Investmentfonds aus Hongkong generieren. Ob Real Kroos überhaupt abgeben würde, wird allerdings nicht erwähnt. Des Weiteren soll Inter nach wie vor an Kroos' Teamkollegen Luka Modric interessiert sein. Falls die Madrilenen wirklich zwei Leistungsträger verkaufen würden, müsste Kroos nachgebessert werden. Als Kandidat für einen Transfer im Sommer gilt der Sun zufolge Chelseas Eden Hazard. Ich traue mir nach wie vor zu, in der Bundesliga zu spielen, sagte der mittlerweile 33-jährige Lukas Podolski. Ich habe noch dieses Jahr Vertrag bei Vissel Kobe und fühle mich in Japan pudelwohl. Ich denke, so im Juni, Juli werde ich mich mit meinem Verein zusammensetzen. Mal sehen, was dann passiert. Ich bin gesund und fühle mich absolut fit. Ich will noch einige Jahre spielen, so der Weltmeister von 2014. Podolskis Ex-Club, der 1. FC Köln, hat sich mit Johannes Geis vom FC Schalke verstärkt. Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim Zweitligisten einen Vertrag bis zum Saisonende. Shinji Kagawa hat beim BVB derzeit keine Chance auf einen Stammplatz. Wie der französische Journalist Eric Barrère twitterte, soll sich die Borussia bereits mit Girondin Bordeaux über einen Wechsel einig sein. Nur Kagawas Zustimmung fehle noch. Davon ist mir nichts bekannt, meinte Manager Michael Zorc in den Ruhrnachrichten.